Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch-Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde aile hekiminden randevu almak için muayenehanesini arayan bir kişiyle sekreter arasında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Meyer. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Schneider mein Name. Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für Donnerstag vereinbaren. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Meyer. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Schneider mein Name. Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für Donnerstag vereinbaren. Ich verstehe, Herr Schneider. Wann wurden Sie untersucht? Lassen Sie mich einen Blick auf die Termine werfen. Ich bin vor einer Woche krank geworden. Mein Hals und mein ganzer Körper taten weh. Ich habe auch gehustet. Tekrar edelim. Ich verstehe, Herr Schneider. Wann wurden Sie untersucht? Lassen Sie mich einen Blick auf die Termine werfen. Ich bin vor einer Woche krank geworden. Mein Hals und mein ganzer Körper taten weh. Ich habe auch gehustet. Ja, Sie hatten eine starke Grippe. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es jetzt viel besser. Doch ich habe leider Durchfall von den Medikamenten, die ich genommen habe. Deshalb möchte ich zum Arzt kommen. Tekrar edelim. Ja, Sie hatten eine starke Grippe. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es jetzt viel besser. Doch ich habe leider Durchfall von den Medikamenten, die ich genommen habe. Deshalb möchte ich zum Arzt kommen. Ja, ich verstehe. Herr Schneider, wann möchten Sie denn kommen? Donnerstagmorgen um 10 Uhr wäre für mich passend. Tekrar edelim. Ja, ich verstehe. Herr Schneider, wann möchten Sie denn kommen? Donnerstagmorgen um 10 Uhr wäre für mich passend. Um 10 Uhr haben wir bereits andere Patienten. Doch 12 Uhr wäre gut. Passt es Ihnen da auch? Das passt. Vielen Dank. Tekrar edelim. Um 10 Uhr haben wir bereits andere Patienten. Doch 12 Uhr wäre gut. Passt es Ihnen da auch? Das passt. Vielen Dank. Dann erwarten wir Sie am Donnerstag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen nochmal gute Besserung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Dann erwarten wir Sie am Donnerstag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen nochmal gute Besserung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Meyer. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Schneider mein Name. Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für Donnerstag vereinbaren. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Meyer. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Schneider mein Name. Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für Donnerstag vereinbaren. Ich verstehe, Herr Schneider. Wann wurden Sie untersucht? Lassen Sie mich einen Blick auf die Termine werfen. Ich bin vor einer Woche krank geworden. Mein Hals und mein ganzer Körper taten weh. Ich habe auch gehustet. Tekrar edelim. Ich verstehe, Herr Schneider. Wann wurden Sie untersucht? Lassen Sie mich einen Blick auf die Termine werfen. Ich bin vor einer Woche krank geworden. Mein Hals und mein ganzer Körper taten weh. Ich habe auch gehustet. Ja, Sie hatten eine starke Grippe. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es jetzt viel besser. Doch ich habe leider Durchfall von den Medikamenten, die ich genommen habe. Deshalb möchte ich zum Arzt kommen. Tekrar edelim. Ja, Sie hatten eine starke Grippe. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es jetzt viel besser. Doch ich habe leider Durchfall von den Medikamenten, die ich genommen habe. Deshalb möchte ich zum Arzt kommen. Ja, ich verstehe. Herr Schneider, wann möchten Sie denn kommen? Donnerstagmorgen um 10 Uhr wäre für mich passend. Tekrar edelim. Ja, ich verstehe. Herr Schneider, wann möchten Sie denn kommen? Donnerstagmorgen um 10 Uhr wäre für mich passend. Um 10 Uhr haben wir bereits andere Patienten. Doch 12 Uhr wäre gut. Passt es Ihnen da auch? Das passt. Vielen Dank. Tekrar edelim. Um 10 Uhr haben wir bereits andere Patienten. Doch 12 Uhr wäre gut. Passt es Ihnen da auch? Das passt. Vielen Dank. Dann erwarten wir Sie am Donnerstag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen nochmal gute Besserung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Dann erwarten wir Sie am Donnerstag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen nochmal gute Besserung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim.
Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Meyer. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Schneider mein Name. Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für Donnerstag vereinbaren. Ich verstehe, Herr Schneider. Wann wurden Sie untersucht? Lassen Sie mich einen Blick auf die Termine werfen. Ich bin vor einer Woche krank geworden. Mein Hals und mein ganzer Körper taten weh. Ich habe auch gehustet. Ja, Sie hatten eine starke Grippe. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es jetzt viel besser. Doch ich habe leider Durchfall von den Medikamenten, die ich genommen habe. Deshalb möchte ich zum Arzt kommen. Ja, ich verstehe. Herr Schneider, wann möchten Sie denn kommen? Donnerstagmorgen um 10 Uhr wäre für mich passend. Um 10 Uhr haben wir bereits andere Patienten. Doch 12 Uhr wäre gut. Passt es Ihnen da auch? Das passt. Vielen Dank. Dann erwarten wir Sie am Donnerstag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen nochmal gute Besserung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen einer Person, die in einer Hausarztpraxis anruft und mit der Sprechstundengehilfin einen Termin vereinbart, gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.